Hey! Ist Taxi hier? Jemand zufällig Lust mitzuspielen? Hier gibt es doch bestimmt Ja. einige aufstrebende Leute. Ach, wollen Sie doch Quiz-Taxi mitspielen? Ja, Moment. Soll ich einsteigen? Hinten oder vorne? Sie können sich entscheiden. Vorne ist natürlich schlechter wegen den Kameras. Schuss für die. Schnell, Alter, weg dein scheiß Arsch. Ja, hol eins raus. So, Ich ja willkommen nix. im Verdammt. Quiz-Taxi. Wie geht's Ihnen so? Hallo. Sehr gut. Haben Sie denn schon, sind Sie erstmal aufgeregt? Ja, schon ein bisschen, klar. Ja, winken Sie so mal an die Kamera, dass Uhu. die Zuschauer Sie auch sehen können. Hallo, Kein Ma Problem. Mutti. Ah, wir nehmen jetzt Aber die normale. Schnauze da hinten. So. Und haben Sie schon ein Reiseziel, wo Sie gerne hin möchten? Ah, ich würde gerne nach Castrop-Rauxel. Und ich schicke mal hin. Wohin? Castrop-Rauxel. Den Ort habe ich noch nie gehört. Ich glaube, das liegt hier nicht innerhalb Lakeside, oder? In der Nähe? Ja, nee, es soll ja ein Reiseziel sein. Oder Lakeside direkt bin ich ja gehört. schon. Ja gut, ich Von meinte weiter jetzt entfernt eher ist hier nicht mehr. in der Region. Warum Ach fährt er nicht so. an? Ist ja nur Moment, wo würde ich denn gern Technologie-Nutzer. mal hin? Sagt mal Bescheid, wenn wir wollen weg. Hört. Hallo. Ey, still bleiben Ja, oder stehen krieg. bleiben. Okay, dann müssen wir die Show jetzt Aussteigen. leider abbrechen. Wir werden Aussteigen, hier gerade Kollege. überfallen, mein Freund. Okay. Nee, Dann jetzt nicht innerhalb wünsche von Ihnen noch fünf einen schönen Sekunden Tag. aussteigen. Oh. Danke, dass Sie mitgemacht haben. Nennen Sie mir noch Ihren Ja. Namen, dann. Aber sie werden jetzt mitgenommen. Oh, nee. Ja, das ist ein Der andere bisschen kann auch unpraktisch jetzt aussteigen. leider, aber gut. Hört das zur Show? Ja. Das gehört zur Aussteigen. Show, Gehört ja. dazu. Aussteigen. Komm, hau rein, Ja, Chat. aus hier ist zu. Go, wir Hier haben hat ihn. Auto zu. Wer hat das Auto Los. zugemacht? Der Typ hat das Auto zugemacht. Da Fuck. sitzt doch jemand drin. Ey, Kollege. Welcher Hosentasche ist dein Zellschlüssel? Moment, da muss ich noch mal ins Auto ran. Ey, da sitzt doch ein So, Typ die drin. Herren. Da sitzt noch jemand in Ihrem Auto. Wollen Sie den vielleicht rauslassen? Da rufen Sie die Cops. Ja, kann ich machen. Hallo, Hilfe. Ja, mir egal. Sänger. So, der Herr, den Moment, wir bist du? gerade entführt haben, die haben wir jetzt erstmal eine Hey! Mundbinde umgemacht, also Sie können jetzt erstmal vorläufig nicht reden. Ey, was ist das denn? Warte den einfach rein. Was ist denn los mit der? Funkgerät und Ihr Handy ist auch gesperrt, da Wir wir dürfen nicht reden. der Sender im Auto haben. Also brauchen Sie gar nicht probieren, die Polizei anzufunken. Gut. Alles klar. So, dann holt den Herrn mal raus und ich fahre das Auto mal weg. Ich muss eben im Auto raushauen. SWAT ist halt nämlich schon wieder. Ja, lass doch. So, ich pack rein, du haust ab. Wir sehen uns, sie haben uns gesehen, wow. Kartrennbahn, Oberbrücke. Oh, fahrt los! Fahrt Ja, los! nimm ihn vom Auto weg. Nee, vom Auto weg muss er weg. Meine Ich soll mir meine blöde Ja, ihre Mundbinde. Mundbinde ist alles schön und gut. Macht er denn da? Direkt mit einem Sniper-Gewehr? Oh, what the fuck? Okay. Die machen Roleplay. Sexy. So, schönen guten Tag. Im Moment ja. Ah, wir können den anderen nicht hören, leider. Meine Mundwinkel! Wie geht's denn der Geisel? Mir geht's gut. Oh mein Herr, ich nehme Sie jetzt erstmal die Mundbinde ab. Sagen Sie den Herrn Polizisten erstmal, dass es Ihnen gut Ach. geht. Ja, mir geht's einwandfrei. Ich weiß nicht, das kam irgendwie plötzlich. Ich dachte, das gehört irgendwie noch So, zu das reicht meinem wieder Mundbinde raus. Qu So, ja, mein Herr, ich möchte gerne einmal 250 Kaffee verlangen von Ihnen. Der LKW 250.000. würde denn. Der LKW würde vorfahren. Schnauze jetzt im Funk. Der LKW würde denn vorfahren und dementsprechend das auch abholen. Okay. Weil meine Stadt, von wo ich komme, also von der kleinen Superstadt, da ist halt Kaffeemangel und anderwärts können wir uns den Kaffee halt nicht leisten. Geld haben wir nicht, also müssen wir uns so halt damit. Deswegen brauchen wir 250.000.
250 Kaffee, nicht 250.000. Kaffee. Kaffee. Ich rede vom Kaffee. Oh, alles klar. Gut, einen Moment mal. Wer hat immer so viel Kaffee dabei? Ja, dann müssen sie halt Kaffee brühen dafür. Das ist alles nicht das Problem. Der LKW würde dann hinfahren, steht schon bereit. Das kriegen wir, denke ich mal, auf jeden Fall hin. Ja, dann sag ich mal, sagen Sie mal Ihre Kollegen den Bescheid im Endeffekt und dann sage ich den RW-Fahrer Bescheid, dass er dann hinkommen soll. Moment. Haben wir eine freie Einheit in Lakeside? Komm. Der ist aber ein sehr entspannter Polizist. Gut, dann kümmere ich mich selber drum. Bin gleich wieder alles da. Klar. Ich sag den Kollegen Bescheid, dass er vorfahren soll, ne? Jo. Gleich wieder da? Einmal bitte vorfahren beim PD, zwecks Kaffee abholen. Alles klar. Ja, wir haben es gleich hinter uns. Ich habe gerade Rückmeldung gekriegt, also sie könnten eventuell gleich frei sein. Ist das einer von uns da im Stadion bei den Tribünen? Ja, das ist Herr von und zu, der andere komische. Ach, da hinten ist auch noch einer, oder wie? Da, fuck! Halt mal meine Klappe, solange die da sind. Ja, alles klar. Wann das hier? Achso, der im Auto, ne? Ja, deswegen will ich den auch nicht. Scheiße, ich bin eigentlich auch noch gesucht. Ich hoffe, die überprüfen mich nicht. Schönen guten Tag. Alles klar. Eben gerade. So, abziehen. Ey! Seid ihr jetzt die Retter? So, geht's Ihnen gut? Scheiß Cops. Ja. Oh, haben Sie das gehört? Jetzt würde ich aber losschießen, du. Wollen Sie mich nicht irgendwie grüßen? Hey, wie geht's Ihnen? Vielen Dank. Oh, wir haben Sie so vermisst in Lakeside. Alles gut mit Ihnen, ja, wa? Ja. Gut. War so eine schöne Zeit hier. Sie lassen uns das mal kurz begleiten. Und dann werden wir Sie natürlich gehen lassen. Geht's mal im Taxi gut? Mhm. Ja? Und meinem Gast, den ich zu der Zeit hatte? Wir wissen nicht, was Sie von Gast zu der Zeit hatten. Doch, der Herr Disco. Achso, okay. Mein Kollege weiß anscheinend. Er war eingesperrt im Fahrzeug. Genau. Und? Ist er noch da, dass wir gleich Quiz-Taxi weitermachen können, oder? Wir können jetzt weitermachen. Wir setzen sie in Lakeside an der Garage ab. Das ist nett. Wenn die ganzen geh mal wieder zurück. Geh mal wieder zur Seite, ja, oder? Doch, nimm mal was raus, Achmed. Hallo! Geh mal wieder zur Seite. Ja, dann habt ihr noch einen. Das ist die perfekte Chance. Perfekte Chance für uns. Kaffee trinken, wir gucken mal. An den Kaffee hier hinter kippen. So. Guck mal, können wir den überfallen? Ja, können wir. Und natürlich gucken, dass hier die Cops nicht kommen. Ich meine, hallo, das Geld ist hier gerade da. Und ich denke mal, die sind jetzt alle woanders hin. Ist das ein schöner Tag? Bleiben Sie stehen. Kann ich Ihnen helfen, Officer? Stehen bleiben. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ja, wenn Sie nicht stehen bleiben, dann wird mein Kollege Sie tasern. Okay, was wollen Sie von mir? Sie sind echt, Sie machen mir Angst. Wollen Sie mich jetzt töten?
Töten Sie mich nicht! Bleiben Sie jetzt stehen! Ich mache auch nichts! Okay, was wollen Sie von mir? Sie bleiben jetzt stehen! Hören Sie auf! Wenn Sie noch einen Schritt gehen, tase ich Sie. Okay. Nein, mein Auto! Schade. Können wir das irgendwie anders regeln? Pack den ins Fahrzeug rein. Hilfe! Ich glaube. Hilfe! Ja, das geht nicht. Ja. Oh, ich kann ja noch fahren. Tschüssi! Ey! Wow, was war das? Das war fies. Sie haben nicht die Schlüssel für die Karre. Das ist mein Auto, was wollen Sie? Einsteigen und fahren. Das ist mein Auto, ich muss doch zu meiner Mama noch. Sorry, ich geb dir das Geld wieder. Für das kaputte Auto. Wir müssen uns erstmal bandagieren. Medic, können Sie mir kurz helfen? Okay, ich glaube, der Juke Master 5000 ist wieder gefragt. Jukemaster 5000! Huah! Jukemaster 5000! Nein! Okay. Zur Zeit nicht. So! Sind jetzt vorläufig. Entschuldigung. Festgenommen. Okay. Kann passieren. Tut mir leid. Können wir das auf eine andere Art klären? Ich gebe Ihnen gern etwas auf Ihren Lohn drauf. Beschuss. Ja, wir nehmen sie ja mal mit ins HQ. Also. Erklären wir dann alles weitere. Der Typ, der muss eigentlich erstmal zum Medic, ne? Ich hab den verbunden. Okay. Haben sie mich etwa mit scharfer Munition geschossen? Also wir haben Schüsse wahrscheinlich bei der Garage. Garage. Kann gar nicht meine. So geht da nicht ins Auto rein. Verdammte Scheiße. Wollen Sie mich jetzt etwa beleidigen? Ich bin nicht so fett. Ich passe in jedes Auto. Oh. Darf sogar vorne sitzen? Cool. Ja. War nett. Können Sie mein Auto noch irgendwie zumachen? Ich lese Ihnen jetzt erstmal Ihre Rechte vor. Also Sie sind jetzt beschuldigt an einer Straftat, Sie haben das Recht zu schweigen, weiters haben Sie das Recht auf einen Anwalt, sollte kein Anwalt im Staate sein, so entfällt dieses Recht, Sie dürfen sich selbst verteidigen. Sie sind ganz schön klein in dem Auto. Das Auto ist sehr groß. Die 1221 fahren gerade mit einem Tankstellenräuber zum Lexer. Herr Officer, können Sie mir bestätigen, dass diese zwei Polizisten ja auch echte Polizisten sind? Ich habe genau Ihnen meine Marke doch gezeigt. Ich kann Ihnen meine Marke gleich nochmal zeigen. Warte. Ihr seid doch alle mit in einem Bund. Ihr verarscht mich doch nur. Ja, wir sind nicht ein Bund, wir sind meine Marke. Polizei. Ja, meine Marke. Ja, der ist gefaked, das sehe ich. Ich hab die Dinger selber früher gemacht. Herr O'Neill? Ja? Eventuell bräuchte der Herr auch einen Sanitäter. Ja, dann bestellen Sie doch einen hierher. Jo, werde ich machen. So. Bin ich bei versteckter Kamera? Ah, das ist versteckte Kamera. Ich hab euch durchschaut. Aber Leute, komm, jetzt wird es langsam ein bisschen, ne? Krass, oder? Also jetzt stehen wir ja schon hier, ey. Das wird irgendwie krass jetzt. Hier, komm. Ich weiß doch, dass du vom Fernsehen bist. Ich meine, ich habe doch gerade Quiz-Taxi gemacht, ja. Macht ihr da so eine Duo-Show oder so? Nein, das ist jetzt ein russisches Gulag. Lach heute. Ja, denn... Steckt ihr in... Russisches Gulag? Ist das ein Sender oder wie? Nein, das ist ein Gefängnis, aber das darf Ihnen mit dieser Mütze ja eben nicht. Nee. Sie sind doch hier versteckte Kamera, 100 Pro. Anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Sie wollen mich doch alle hier irgendwie verkackeiern. Ich habe doch gerade Quiz-Taxi gemacht. Und dann ging alles los. Ging alles los, ja?
Ja. Muss ich daher jetzt vorher noch ausziehen oder? Ja, Sie sind bestimmt der Chefredakteur hier, oder? Sie sind die Wohin? Person, die sagt, hey, Komplett willkommen bei daneben, versteckte Mann. Kamera. Oder? Joni? Ne? Habt ihr euer Fahrzeug hier irgendwo stehen? Nein. Ja, wie machen wir das jetzt mit seiner Kleidung? Ja, die ist weg, ganz einfach. Was? Okay, Sie alles wollen klar. mich ausziehen? Sag mal, jetzt geht's aber schon wieder zu weit. Das hatten wir doch erst schon. Jetzt können wir es auch auflösen. Komm, ich hab's jetzt erkannt. Ihr seid versteckte Kamera hier. Auf jeden Fall, Und der du Rucksack bist muss weg, der Rest kann der er anlassen. Direktor. Nicht der Rucksack, da ist mein ganzes Zeug drin. Bitte einmal den Rucksack ablegen. Im Rucksack ist die Waffe drinne. Ja. Ja, Magazin ist Na mein gut, Ver dann bitte einmal nochmal die Hände auf den Rücken. Aber das kriege ich nach der Show dann wieder, ne? Ja. Ach, der Show. Ja, dann tötet ihn ein. Habe ich Zellengenossen? Ich weiß ja nicht, wie lange ihr das hier noch durchziehen wollt. Na, Aber wie viele ich meine, ich Monate? spiele mit. 10. Oh, jetzt ja. Ja, ich meine jetzt in echt. Also in echt, wie lange geht denn eure Show noch? Ich meine, ihr arbeitet ja auch nicht länger als 8 Stunden, oder? 10 Minuten. Hallo. Ey, wer ist denn da? Hallo, hier ist John Blondbär. Oh, hier ist der gefühlvolle Panda. Ja, wie Na? lange sitzen Sie hier drinne? Ja, 10 Monate. Ah. Aber die spielen nur hier versteckte Kamera, also es ist alles fake, die holen mich gleich raus. 100 Pro. Echt jetzt? Ja. Ah, das ist nur versteckte Kamera. Ah, alles nur versteckte Kamera, Ah, nee, okay. das ist die Bei andere, Ihnen okay. auch, oder? Ja, oh Gott, der ist ja da ganz hinter. Hallo? Irgendwie, ich Ja? glaube, meine Alles Wunde ist auch super wieder hier. aufgegangen. Sie müssen mal aufpassen, ne? Sie wollen ja hier keinen Toten vor der Kamera haben, das geht ja nicht. Ja, schon, oder? Oder stehen Sie, Ich senden Sie sowas glaube, jetzt haben auch? wir ein Problem. Na, Polizist? Alles okay bei Ihnen? Bis ich ohnmächtig Nein, werde. nicht ganz nett. Ich wollte nichts Böses machen. Hey, kann ich jetzt gehen? Hey, ich kann gehen! Die Show ist vorbei, Leute. Oh. Nein. Wieso darf er gehen? Polizei! Wieso darf die Person gehen? Ja, das ist Warte mal versteckte Kamera, hier. habe ich dir Wir doch können aber so gesagt. machen. Hier hatten wir mal ganz kurz. So, hier hatten So, wir mal. können das auch Bitte versuchen, mal durch den zu Zaun zu einem machen. Zaun gehen. Genau. Denn nur der Arzt sie behandeln. Oh, das sieht natürlich nicht besonders toll aus. Ist es wirklich nötig, 3 Polizisten da oben zu haben? Ja, das ist versteckte Kamera. Ich meine, so viele würden da nie oben sein. Hier ist sonst nie jemand im Gefängnis. Alter, Sie immer mit Ihrer versteckten Kamera, ey. Haben Sie irgendwas geraucht? Ja, ich merke das doch. Sie lachen doch selber schon. Jetzt kommen. Sagen Sie es. Ich sehe doch die Kamera. Da hinten in der Ecke ist eine. Ne, da oben im Cockpit. Ja, und die Polizisten tragen eben auch diese GoPros. Also Ne, ich nur ein muss ja bisschen jetzt mal kleiner. sagen, Ihre Wunden sind jetzt nicht unbedingt lachhaft, ja? Ach. So. Willkommen bei Also Wetten, das, da dass! kriege ich dann aber noch eine Entschädigung. Wetten das? Nee. Schnauze! Da Wetten, kriege ich doch dann dass! bestimmt noch eine Entschädigung, oder? Das ist ja Dass man alles, dich was hier in der Show festnimmt passiert, und ne? Ich was bin ja jetzt passiert. auch kein Stunt-Double oder so, das ist ja Wie, alles echt du jetzt. bist ein Star-Profi. Hallo, Neil. Wird angenommen. Darf ich auch raus? Darf ich eine Also sie haben Hofpause echt, echt trinken? gute Protagonisten hier drin, muss ich schon sagen. Die machen ihren Job gut. Hier ist ein bisschen eng und ein bisschen stickig die Luft. Nur mal hier so ein bisschen rumlaufen. Wie viel Bitte. bezahlen die dir eigentlich Der dafür, Raum hier ist so klein. Gefangener Typ da? Ey, wie lange bist du noch? Wie lange bist du noch hier, Kollege? 7 Monate. Was? So lang? Ja, und du? Ich bin noch 50 Monate da drinne. Also ich war hier, komme ich ins Gefängnis. Wenn ich drinne bin, eigentlich schon ein Wow. bisschen rum. Wie viel bezahlen die dir dafür? Für was? Ja, für das hier. Nix. Das pures Ernst.
Ja, komm, ich weiß, dass du jetzt hier gut schauspielern kannst, aber jetzt sag, komm. Wie viel geben sie dir für die Nummer? Okay, ich bin Schauspieler Jordan Bloodbear. I'm better than jeder. Ach, der Herr Blondbär, den kennen wir doch auch schon. Ja, mich kennt jeder. Drehen Sie sich einmal um und so nah an Zaun wie möglich. Sie werden verlegt. Oh, verlegt. Jetzt so, kommt die Auflösung. Und ich werfe sie mal da oben über den Zaun. Hup. Ui! Oh. Boah, das kann auch sehr gut werden. Wow. Oh mein Gott, sie sind ziemlich stark. Wieso? Hallo, darf ich auch mal hier? So, einmal Zelle 3 schließen, Kollege. Hallo, kannst du mich, guck mal, hier, halt meine verrottene Hand. Siehst du das? So werde ich hier behandelt. Von Mäusen werden meine Hände schon aufgefressen. So, dann einmal schön die Hände durchs Gitter. Okay. Sehr schön. Hallo, Medic, Alter. Medic. Okay, ja, Medic. Medic, guck Medic, mal, meine Hand, total angeknabbert von Mäusen. Laut LAPD-Kollegen ziehen die Herrschaften da unten ab. Ja. Lassen Sie jetzt uns hier alleine oder wie? Wo sind denn jetzt die Fans dann? Die kommen noch, die warten bestimmt alle schon draußen, oder? Nix, ich will nix alleine sein, nix. Bitte. Viel Spaß. Bauernmarkt unterwegs. Dort oben. Wie, wir spawnen hier? Wir müssen gar nicht laufen. Heißt das Städtchen New Haven. Ja? So. Sie sind doch jetzt die Person, die mir sagt, das war jetzt versteckte Kamera, oder? Negativ. Moment, bleiben Sie mal da. Ihr zieht das immer noch weiter durch, das ist aber echt krass von euch, du. So nicht der Taxifahrer von vorhin? Gut möglich, ja, Quiz-Taxi. Könnt ihr bei mir spielen, ich würde gleich weitermachen. Ich weiß auch noch nicht, wie lange die hier mit ihrer Show noch machen. Da verstehen Sie Spaß. Naja, versteckte Kamera. So ja, ähnlich. Können Sie mir vielleicht mal sagen, warum Sie so orange Klamotten anhaben? Ja, was denken Sie wohl? Sie haben mich so eingekleidet. Ist denn so ausgebrochen, ja? Ausgebrochen? Ich bin gerade hierher gekommen. Die haben mich gerade hierher verfrachtet. Ihre Kollegen. Aha, okay. Will ich einmal einen Ausweis bitte von Ihnen? Natürlich. Die Dame. Zu viel Bedrohung mit deinem Quiz-Taxi. Gut, alles klar. Passt. Dann. Ja, dann gehen Sie. Ja. Ja, und ihre sehen. Show, wann kommt denn die Auflösung? Es gibt keine Auflösung zu der Show. Wie, das machen sie ohne Auflösung? Was ist denn das dann? Soll ich jetzt einfach rausgehen und selber eine Auflösung für ihre Sendung machen? Alleine, ohne dass hier mir irgendjemand Bescheid sagt? Positiv. Wir werden wissen, wann es sendet. Das werde ich wissen, wann, okay. Gut, dann gucken wir mal. Vielleicht hängen sie ja noch da ein kleines i-Tüpfelchen drauf, ne? Also die Aktion mit den Cops, die war schon echt cool. Also die Geiselnahme vorher natürlich auch, ne? Aber das war schon so ein bisschen das i-Tüpfelchen. Wir gucken mal, ne? Können Sie gerne so nach oben weitergeben? Ich gucke jetzt mal, wie ich erstmal zu meinem Taxi komme. Sie haben sehr schöne Arme. Vielen Dank noch. Kann ich mir vorstellen.